Victoria Justice Glauben schenken, ne? Vertraue da einfach mal drauf. Also dann ist Roggi Roggi und craftiges Com Surrogate. So, die Pistole ist aber live. Wir haben noch ein Match Restarting drin. MNL pusht Mitte. Kassiert aber. Rack nimmt noch einen. Aber das ist eigentlich zu wenig. So, Felix müsste gleich die Steps hören. Auf jeden Fall schon ein Step gehört. Z ist eigentlich schon gut angeschoben. Okay, Felix defensiv auf Spot. SK. Leicht Notchi. Oh, da ist schon einer am Spot. Schöne Ekelpose von Felix. SK macht leider keinen. Schöner Laufweg eigentlich, aber da hat er die TS im Rücken gehabt. War es vielleicht am Ende doch nicht so gut. So, die haben noch Equipment. Whistler macht dafür zwar viel Schaden, aber das reicht nicht. Krass, verlieren hier die Pistole gegen Kirchnet. Da hat aber irgendwie auch die Flashmitte hochgefehlt, oder? Also, da werden aber, also wenn da eine Flash kommt, dann sind sie halt alle blind. Die TS. Und dann werden sie einfach nur zerschossen. So, allerdings konnte man da nichts großartig machen, wenn da drei Glocks vor einem stehen. Man dann schon gewechselt bei Kirchnet eigentlich, wenn jetzt dieser Roggi spielt? Oder ist der wirklich noch Stand-In, ist die Frage. Vielleicht hat man direkt Konsequenzen gezogen aus den ersten paar Spielen. Vielleicht hat man gemerkt, dass es überhaupt nicht läuft mit ihm. Weiß man ja immer nicht. Was rackt denn da eigentlich? An der Leiter oder was? Ja. Kriegt er jetzt Besuch von allen Seiten? Uiuiui. Voll, Alter, komm. So, wann war denn das? Ich glaube, vorgestern hat Alternate ja gegen Copenhagen Wolves auf Mirage mit Orga gewonnen und Stand-In. Also eine beeindruckende Leistung eigentlich. Vor allen Dingen Igor war richtig stark. Mal schauen, ob es jetzt genauso gut läuft, wenn man mit 4/5 Stammline-Up spielt. Müssten eigentlich auch im Saft stehen. Denn am kommenden Samstag, also jetzt übermorgen, ist es Studio ISNG, also das ISNG in Köln gegen Red Dead müssen sie daran im Viertelfinale der EPS. Und Red Dead hat ja dann eine Kampfansage gemacht. Meinen ja, dass sie Alternate überlegen sind. Das müssen sie noch unter Beweis stellen. Mehr dazu dann am Samstag auf ESL TV. Da wird man es dann sehen, wer ins Halbfinale einzieht. Dort warten dann Maus und Gamed. So, wir sehen die erste Equip. So, scheint schnell A zu gehen. Banks sitzen so gut wie gar nicht. So, die T's sind da alle und kommen sogar zum Plant. Schön Headshot von Rack. Er macht da einen mit Ave. Connector kann jetzt wichtig werden, wenn er es langsam spielt. Macht er auch. Boah, aber MNL macht's. Sehr starke Retake von Attex. Eine Waffe nur verloren. Sauber. Lass noch die mit Kit diffusen, sonst wär's doch mal richtig eng geworden. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, nachdem Kirchnet so gut auf den Spot kommt. Bombe gelegt,
Alles abgesmoked. Irgendwie hat Alternate dann doch noch die Frags gesetzt. Oh, Craftic allein da. In der Action. Macht aber sonst nichts weiter. ML mit First Frag in der Mitte. Boah, verschießt er nochmal. Boah, kommt er ganz knapp weg. Mann, Hack mit Mitte. Boah, schöner Headshot. Oh, komisch weggestraft und trotzdem eine Headshot gegeben. Sehr eigenartig. So, Craftic ist noch vor der Action. Mates schieben zum A. So, und wer deckt da mit der Rack? Jetzt kommt es auf Timing an. Schöne andere Pose gewählt. Hört er die Steps? Crystal macht da schon Craftic, der eigentlich zu früh... Boah! Was für eine Runde von Rack. Krasser Headshot. Alter, im Sprung gaste den da auf die Köpfe und in die Köpfe. Schönes Ding. Kirchett konnte aber nochmal kaufen. Boah, diesmal kriegt Crystal die Hits. Wird erstmal nicht mehr viel machen können. Wieder sieht man Smokes vom Spot, aber die müssen eigentlich zum Connector kommen. Guck mal, MNL kann da so viel abziehen. Abzählen, auch wenn die Runde jetzt diesmal vielleicht verloren geht. Aber normalerweise müssen die Smokes viel besser da den Jungle absmoken. Jetzt kann die AWP da viel zu viel machen. Alter, die geben dann jetzt ernsthaft nicht noch die Runde ab, oder? Alter, nur noch Craftic gegen zwei. Beide mit Kids und Crystal macht's und defused. Ey, Kirchnet. Da greifen sie echt manchmal am Kopf, was die machen. So unnötig da in die Duelle. Was? Wahnsinn. Ich verstehe es nicht, warum sie in falschen Momenten das Duell suchen. Eine Eco von Kirchnet. Boah, Hack war da schon hinten durchgepusht. Craftiger Ma. Lol, der ist schon hinterm Spot. Oh, mit P250. Schöner Schuss, aber nützt ja alles nix. ML macht da einen auf den Nico. Ansonsten. Oh, Zauber. Wichtige Festwerk von Rack. Scheint überraschend gewesen sein für Kirchnet. Nur Bombe nach B-Haus. Hier mal. Lol, wo ist Blade denn schon? Schon am A. Kann einen machen. Boah, schöne Runde von Blade. Felix hat schon geschoben. Sehr schön. Spot ist jetzt... Nein, geht doch B. Okay, einer nach Küche. Sieht trotzdem gut aus. Blade sogar immer noch... Alter Vater. Mehr sowas, Blade, bitte. Also, sie können es doch. Sie haben den 1-Skill. Wenn sie mal die Runden noch vernünftiger runterspielen würden. Dann wären sie schon gar nicht mehr... mega schlecht. Sondern vielleicht nur noch schlecht. Alternate.
Somit kann man eigentlich schon mal sagen. Fit werden sie wohl sein für Samstag. Werden wahrscheinlich auch morgen abreisen oder so. Demzufolge wird es morgen eher kein weiteres Spiel geben. Die Spiele sind sowieso, glaube ich, bald alle durch, wenn mich nicht alles täuscht. Wurden ja jetzt doch viele in der Woche gespielt. Vorige Woche auch. Allerdings müsst ihr nicht noch Maus gegen Attex spielen? Ich weiß es nicht genau. So. Hack variiert auch schön. Ist jetzt nicht mehr an Kurz, sondern im Connector. Nutzt da die Dicke der Smoke? Oh nein. Wenn sich da nicht abbückt. Sehr schön von MNL. Nur noch Craftic. Da ist mir der Name kurz entfallen. Das läuft doch schon mal. So, da wird anscheinend sich besprochen. Ne, Blade war noch lange weg. Craftic wird er mit Glock auch nicht viel gegen Kerrigan ausrichten können, wenn er jetzt so aussieht. Boah, hat aber schöne Hits direkt an Crystal gegeben. Sie stehen für den Bego bereit. Bombe schiebt auch hin. Boah, Drag wieder hinten durchgepusht. Und Felix hilft dem, muss rechts aufpassen. Boah. Alter, Alter, steht richtig gut. Also das heißt richtig gut, sie hitten einfach alles. Auch gut Glück mit ihren Pushes. Ob das jetzt so smart ist, gegen Anti-Eco zu pushen? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall gewinnt Racke so gut wie jedes One-on-One gerade. Hat sehr oft First Track zusammen mit MNL. Ist gerade bei den wichtigsten Spielern bei Atex. Wobei Crystal auch einen guten Job am A macht, muss man sagen. Was für ein Gas, bitte? Alter, das habe ich ja nie gesehen. Der wird einfach stumpf reingefahren. Ohne alles, ohne irgendwas zu werfen. Krass. Normalerweise müsste sowas bestraft werden. Der hat leider nicht Haus aufgebaut. So, das erste Mal, dass MNL stirbt. Da habe ich einen über Mini-Döner gekommen, oder? Nein! Wo ist Finn? Finn wollte. Ja, ja. SK war's. Hatte dann eigentlich einen leichten Frack, glaube ich. Von hinten. So, stirbt doch Rack die Deckung am B somit quasi ausgehebelt. So, jetzt sterben sie gerade mal alle einzeln in der Runde. Die Frage ist, ob ich SK da noch machen kann. Ah, da kriegt ihr die Headshots. Durch die Wand, durchs Holz. Kassiert auch nochmal eine AE. Ich meine schon 5 T-Runden. Hört sich jetzt gar nicht so schlecht an, muss ich sagen. Gut, hatten die Pistol. 2 Equip Rounds bisher. Geht in Ordnung. So, ein kleines klassisches Bild von den Tees. Decken da über Dach ab. So, die Fläche, damit Kutter da rumziehen kann.
relativ gut drauf. So, wie liegen jetzt die Smokes? Schon wieder nicht gut, finde ich. Die CTs können da alles abaimen. Die haben ja so viel Platz, wenn da vorne einfach 5 Meter weiter vor bei MNL oder so. Krass, und dann laufen die Ts so rein. Also das ist meiner Meinung nach der große Fehler bei Kirchnet. Sie kommen eigentlich relativ gut drauf, aber dann sind einfach die Smokes viel zu schlecht. SK sogar mal. Also Kirchner könnte jetzt so viel mehr reißen, wenn sie ein bisschen mehr in ihr Granatenspiel investieren würden. So muss ich es auch zweifeln, die müssen jetzt mit dem Fake am A. Felix wieder am B, drei Mann vor ihm. Wenn sie jetzt schon den Go spielen, wäre es eigentlich zu früh. Man kann, er steht so, glaube ich, da drin. Kann natürlich instant droppen. Christian gewinnt das Duell. Felix wollte nicht schieben, sucht sich eine bessere Position. Sehr gut. Aber ist auf sich halt eigentlich. Jetzt sucht sich wieder die Pose aufs Board. Und diesmal müsste sie eigentlich gecheckt werden. Nein, da guckt ich nicht hin. Lol! Dass du den Headshot noch macht. Oh, Hacke hat ihn gesehen. Kruthöhe gegen 4. Boah, nicht mehr. Ich hab da was gesehen. 8. Runde für Attacks. 2 stehen da aus. Und mit einem 10-5 kann man eigentlich durchaus zufrieden sein. Uiuiui. Was haben wir jetzt aber? Boah, schöner zweiter Schuss. Boah. Netter Arm von MNL. Von Manuel. Aber nicht Neuer. Auch nicht Markohl. Auch nicht Zeitz. Hab ich da gerade Zeus gehört? Nice. Ist sowieso beste Waffe. Wenn man den Gegner verhöhnen will, einfach Zeus kaufen. So, jetzt gibt's mal eine Flash für Rack. Und das könnte aufgehen. 2 Ts stehen oben links. Erste blind. Sehr gut, macht den. Der zweite ist noch weggekommen. So, auch Crystal gewinnt da das Duell gegen Craftic. Wieder das gewohnte Bild. 2 im Haus. T schiebt hinten nach. Rack holt sich noch einen. Baum ist direkt vor. Oh, lol! Und da laufen sie ihm noch rein. Nettes Recall-Control, aber bei Felix. Aber wie angesprochen, 10-5. Durchaus ein befriedigendes Ergebnis aus Attacks Sicht. Wenn man sich nochmal ins Gedächtnis ruft, dass sie wirklich die Pistole verloren haben. So mit 3 Waffen. Waffenrunden quasi nur an Kirchnet. Damit lässt sich's leben. Und ganz ehrlich, ein Sieg gegen Kirchnet muss man hier eigentlich, also wäre eigentlich, ist eigentlich Pflicht. Nach dem, was die Ukraine bisher gezeigt haben. So, mal schauen, ob ich ein paar Ergebnisse gleich kriege. Okay, es geht los. So, Smoke gegen Blade jetzt. Oh ne, die failed. Das geht schon mal besser. So, okay, man spielt da wieder das gleiche wie vor 2 Tagen. Lässt SK da immer allein laufen und der Rest geht immer zum A. Boah, was ein Ego-Move. Was für ein. Oh.
Crystal mit einer sehr schönen Posi. Oh, sehr schön. Der Retake. Wir können sowas nicht mehr machen. Sehr schön. Attack steht einfach viel zu gut. Da kann Rocky. Na, noch ein Headshot geben, aber dann am Ende nichts mehr machen. Sauber. Ah, was erzählt ihr da auch vorgegast? Ist auf dem Spot. Ich glaube, er wollte einfach nur einen Planter legen. Planter legen. Planter erlegen. Beziehungsweise töten. Boah, wie sie auch den richtigen Riecher haben, ey. Beet frei und sie rushen jetzt einfach wahrscheinlich durch. Da gibt es eine Flash drüber und noch eine. Und Ruck an vorderster Front. Trifft auf keinen. Der braucht ein Team einfach nur mal. Also, wenn ein gegnerisches Team von Attix einmal einen richtigen Read hat in der Pistol, in der Echo, meine ich, dann läuft Attix natürlich auch mal Gefahr, so eine Runde abzugeben, wenn man da dafür bekannt ist, dass man einen Spot einfach rusht. Also, ich finde sowas sehr riskant, aber solange es funktioniert, meine Güte, warum nicht? Wieder Instant Bego. Wieder steht keiner dort. So, wer deckt jetzt kurz? Felix. Da kommen sogar alle vier, einer über Küche. Zum ersten, zweiten. Ah, SK hat da noch einen mitgemacht. SK hat da, glaube ich, einfach mal reingehalten. So, Blade ist jetzt vor Rack. Heimtai, die war immer. So, jetzt drei Runden schnell über die Bühne bringen und dann kommt ein starker Gegner, nämlich Virtus Pro. Da sehen wir hoffentlich noch eine andere Map heute. Denn Only Mirage, wird ein bisschen langweilig. Auch wenn es eine schöne Map ist. Jetzt rusht ernsthaft B. Boah, aber. Craftic. Und die macht einen. Craftic ist gestorben. Boah, sehr gut. Frags fallen für Attacks. Gute Flash. Aber Blade mit Instant Retake. Konnte aber angesagt werden von dem Jail-Spieler. Boah, schöner Headshot von Blade. Nice. Den zweiten Mal auch noch. Und der Kass einfach rein. Nein. Boah, schön für Kruter. Nur noch Bondig. Da moven sie sich aus. Oh, und Crystal hat er leider nicht gehört. Oder. Ja, hat es wohl nicht gehört, genau wo der Tee war. Oder die Ansage kam nicht schnell genug. Aber dass man mit einem BW-Rush so erfolgreich in Anführungsstrichen sein kann. Ich meine, die Runde haben sie jetzt nicht geholt, aber. Dennoch war es eigentlich super knapp. Jetzt geht es auch wieder direkt A. Okay, man wartet da auf den Rest. Ja, dann geht wieder zu 4A. SK über Mitte verzögert. So, Rack smoked da, glaube ich. Base. So, jetzt gibt's den Go. Ist schon draußen am Spot. Ist der Refrag, kommt von Felix. So, und da sieht man direkt den Unterschied bei. Wobei, so gut gegen Smogs auch nicht jetzt und sind sogar schon wieder weg. So, Attix macht es viel, viel, viel besser. Die zeigen sich gar nicht. Gehen hier keine unnötigen Duelle an. Kürzchen geht auch schon direkt sparen. Somit Alternate mit der 14. Runde. Kürzchen hat gerade mal 6 Runden auf dem Konto.
So, ein Ergebnis-Update. Mirage wird auch bei Navi gegen DAT gespielt und dort führt tatsächlich Navi mit 6:2 als Terror. Und bei den Hawks, da steht's 2:0 auf D2 als CD für die Hawks. Dann kann er da schon Bondic aus dem Spiel nehmen. Jetzt gut gesmoked. Die sind schon mal besser als die von Kirchnet. Und hier kannst du nicht mehr so irgendwie da vorziehen oder so. Verschwindet jetzt leider auch schon wieder. Tja, das wird wohl das Tor werden. Felix steht auch noch viel zu gut. Die Bombe tickt schon sehr zügig, sehr schnell. Sehr schön. Attex ist kurz vorm Sieg. George sicher. Wie viele Runden stehen da aus? Enorm viele. 8 Stück. Ne, 9 Stück sogar. Vielleicht spielt man sogar nochmal ein Fake. Also besser geht's eigentlich gar nicht. Crystal. Jetzt kommt noch die Smoke und noch eine Flash. Ah, ist sauber. Rock vielleicht den Refact machen? Ne, kann er nicht. Es kann Felix zusammen erfolgreich oben am B. Gegen 3 noch. Hockey dann kurz, die wissen es aber. Gut, ja schon in der Küche. Ah, Bombplant wird ganz schwer für Felix und die Bombe ist auch down. Schöner Headshot. Kann er ja vielleicht zum Matchwinner werden. Oh, schöner Aging Blade. 22 HP nur noch. Oh, der hat ihn gesehen. Nice, noch so ein Headshot. Und jetzt gegen Rocky. Rocky hat einen Kit. Hat noch Smoke. Oh, Felix. Sehr schön. Kann ihn absmoken, abflächen. Kann jetzt legen. So, in welche Position bringt sich Rocky? Oh, der macht's. Hat nicht mal mehr einen Hit bekommen. Guter Laufweg von Rocky. Oh, schade, aber schöne Headshots von Felix. Attex hat auf jeden Fall viel Geld, Felix kann da legen. Oh ja, fliegt die Smoke irgendwo hin. Einfach ganz billig. So, da räumen sie einfach mit Eyes auf, oder was? Aber nur am Kerrigan, was? Ach, Crystal ist sogar mit Glock. CDBs haben sie eingenommen. Und da ist es vorbei. Hält die Faust down. Attex wird die Runde geholt haben mit einem einfachen A-Go über die Action raus. Also Attex spielt sehr, sehr, oh Gott, Entschuldigung, sehr, sehr seltsame Taktik manchmal. Ach, sie ist mal so als ein Sechser kaum gewöhnt, solche extrem schnellen Rushes. Aber hat sich ausgeteilt gegen Kirchnet. Tja,